Ja, hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Minecraft. Wir sind hier stehen geblieben an diesem Checkpoint und es ist mittlerweile Nacht geworden. Ich hoffe, ihr könnt noch alles sehen soweit. Und Regen fängt auch noch an. Wir werden das Ganze mal schnell ändern. Einmal das. Und einmal Timeset 0, da lässt sich einfach immer besser spielen. Das ist einfach besser. Und es geht hier direkt weiter. Wieder hinauf in die, in die Höhe. Okay, wir waren auf den hier. Und ich sehe schon, das Jump'n'Run hat noch lange kein Ende. Aha, der Pfeil weist mir dorthin. Ich soll da runter. Oh, jo, alles klar. Super Jump. Hier hinein hätten wir auch abkürzen können von dort drüben, aber sowas mache ich nicht. So, einmal hier hinauf wieder. Hörp, hörp, hörp. Das ist wie Treppensteigen. Und schon wieder ein Checkpoint hier. Das ist ja Wahnsinn. Können wir mal aktivieren. Das war jetzt aber nicht weit auseinander, muss ich sagen. Wir haben auf jeden Fall gerade mal eine Minute. Wahnsinn. So, die schrägen hier. Und da ist auch, wow, da sehe ich schon wieder was. Da geht es auch, oh, da kommt noch mal ein guter Sprung. Hier haben wir wieder ein Monster. So, komm her, mein Freundchen. Stirb, gib mir dein Fleisch. Und Vorsicht, noch mal springen. Und noch ein Babymonster. Stirb, kleines Babymonster. Dankeschön. Für die lieben guten Geschenke hier. Nein, 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 nein. Wow, ich dachte, ich springe jetzt total daneben. Wahnsinn, da haben wir gerade noch mal so gerettet. So, dann gehen wir mal so durch. Zack. So geht es natürlich auch. Bin zwar nicht der beste Jumper, aber ein bisschen was kann ich schon. Okay, 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 okay. So, Zielwasser trinken hier vorher. Und dann springen wir da mal runter. Schöne Aussicht vor allen Dingen hier. Von da hinten kamen wir, Mensch, wie weit das sogar schon ist. Das kam ja gar nicht so durch die Jump'n'Run so weit vor. Und auf einmal steht man hier oben am Ende der Welt. Ja, gucken wir mal, dass wir diesen Sprung hier schaffen. Wunderbar. Genau reingesprungen. Oh, und ich komme nicht mehr raus. Doch jetzt. So, weiter geht's. Schräg wieder hinauf. Hier an den Sumpfbäumen vorbei. Oh, und hier ist schon irgendwie ein bisschen anderes Muster. Kann es sein, dass es schwerer wird? Oder täuscht mich das jetzt? Nee, war wohl doch nur einfach mal so. Boah, nee, ne? Sag mir nicht, es geht unter Wasser weiter oder sowas. Da sehe ich doch was. Nee, obwohl, das muss was anderes sein. Ist irgendwas unter Wasser? Auf jeden Fall. Doch, da geht es. Ich glaube, da geht es noch unter Wasser da hinten weiter. Ich bin mir gar nicht sicher. Wir werden es sehen, wenn wir da angekommen sind. Wow, okay. Wieder ein bisschen zu kurz gesprungen. Und zack, den nächsten nehmen wir mit. Jetzt kommen wohl nur noch Babys hier. Verlieren leider kein großes Fleisch. Schade eigentlich. Und weiter hinauf. Und der nächste Zombie. Halt, stehen geblieben. Stehen geblieben. Die sind ganz schön flink, diese Kleinen. Und weiter geht's. Es geht weiter hinauf. Nein! Und es geht hinab. So, einmal zurück. Und das Ganze nochmal, weil es so schön war. So, jetzt aber mit mehr Konzentration hier. 1, 2, 3 und da fallen wir nochmal. Wunderbar, alle guten Dinge sind 3. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt sind wir nämlich oben. Ja, und da sehe ich auch schon im Haus den guten Gary. Zum Flugzeugwrack. Aha, okay, zum Flugzeugwrack. Interessant, ist da ein Flugzeug abgestürzt und liegt da wahrscheinlich unter Wasser. Was ich da von da hinten gesehen habe. Und was ist hier? Hier geht es wohl wahrscheinlich auch weiter. So, gucken wir mal in Garys Haus hier. Was ist denn hier los? Teleportdaten zu Garys Haus.
Hier, schönen Garten. Okay. Könnte man sich auch noch schön was kochen hier. Aber was hast du mir zu sagen, guter Gary? Jetzt haben wir zwei Garys erschaffen. Ja, wunderbar. Jo, willkommen Reisender. Du hast es also bisher geschafft. Was? Das freut mich sehr, dich hier zu sehen. Hier oben kommt kaum jemand vorbei, um mal Hallo zu sagen. Die meisten sind nur auf die Schätze aus. Doch das, was wirklich los ist, sieht hier keiner. Vielleicht könntest du mir helfen. Mein Flugzeug ist vor 4 Monaten abgestürzt und liegt nun auf dem Meeresgrund. Ohne meine Papiere lässt der Bürgermeister aus Nilfen mich nicht ins Dorf. Er meint, ich wäre hier nicht willkommen. Ich würde meine Papiere ja selbst holen, aber da blockiert ein Monster den Weg, den ich einfach nicht gewachsen bin. Wenn ich meine Papiere habe, kann ich beweisen, dass ich aus der Nachbarstadt Feuerfurt komme und mich in Nilfen als Kräuterkundler niederlassen möchte. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Wenn du sie gefunden hast, leg sie doch bitte in meine Truhe. Danke. Also, gegen Leistung kann ich dir leider nichts mehr anbieten, was in der Truhe ist. Wenn du alles erledigt hast, suche dir doch bitte dafür einen Teil aus der Truhe aus. Viel Glück. Okay, da helfe ich Ihnen noch gerne. Jetzt haben wir 2 Garys stehen und da ist dann die Belohnung in der Truhe. Da gucken wir direkt mal nach zu dem Flugzeugswrack da unten. Wie wir da runterkommen. Aha, hier ist ein Monster. Ah, Schweinepick. Okay. Schön weggehauen. Gar kein Problem. In Überlebensmodus wäre das Ganze vielleicht noch ein bisschen anders ausgegangen. Ich weiß es nicht. Und wir gucken mal. Wow, 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 wow. Das ist ja schon wieder richtig gefährlich hier. Mit dem Jumpen. Okay. Nutze die Unterwasserlichter Luftkapseln. Luftkapseln. Ja, genauer angucken. Ja, das bringt jetzt gar nichts. Ich glaube, jetzt muss ich mal was testen. Ja, das war der falsche. Game Mode. Ja, genau. Game Mode 0. So, mit der Luft hier das mal testen. Luftkapseln? Was für Luftkapseln? Ja, ich verstehe. Hier innen drin ist dann Luft. Ah, okay. Jawohl. Und jetzt so wahrscheinlich von Kapsel zu Kapsel schwimmen. Da ist das Flugzeugwrack. Okay. Einmal Luft holen. Hörp. Und weiter geht's. So. Ist doch schon hell beleuchtet hier. Ich sehe eine Kiste. Okay. Ah, zur Kiste. Garys Papiere. Raus, raus, raus. Und... verdammt. Ja, du kriegst schon Luft. Keine Bange. So, wir können wieder hoch. Wir haben die Papiere gesichert. Und es geht direkt wieder hinauf, würde ich sagen. Oh, und totales Regenwetter hier. Gerade wo ich auftauche. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja richtig Wahnsinn. Das werden wir gleich mal wieder ausstellen. Kommt auch immer wieder, kann man gar nichts gegen machen. Und den Game Mode. Ich glaube, das wird zusammengeschrieben. Game Mode 1, okay. Zack, zack. Hier diesen Weg hier wieder hinauf. Alles klar. Sehr gut gemeistert. Jetzt kommt der nochmal, aber den besiege ich jetzt nicht nochmal. Nein! Der letzte Sprung, das kann wohl nicht wahr sein. So, gehen wir von hier. Wunderbar. Ist ja fast das gleiche. Okay, deine Papiere habe ich wiederbekommen. Guter Gary, tue ich dir mal hier rein. So, und nimm die Smaragde mit. Da bin ich ganz zufrieden mit. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier schon wieder relativ weit gekommen. Hier bis zu Garys Haus und dann würde ich auch sagen, machen wir hier erst einmal wieder Schluss und gucken uns dann beim nächsten Mal den weiteren Parcours an. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.